Ja, hallo zusammen. Wenn ich den letzten Tag, den Freitag, so an mir vorbeiziehen lasse, was da rund um den Planeten alles wieder an Engagement und an Widerstand und Einsatz und Dynamik spürbar war, dann wache ich morgens mit diesem Satz schon auf, dass wir doch eigentlich, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Und wenn ich dann sehe, was die deutsche Bundesregierung so in einer Nacht- und Nebelaktion produziert hat, realisiere ich doch, wir können so weitermachen wie bisher und wir tun es auch, vielleicht weil wir es können. Und umso mehr beschäftigt mich eben die Frage, und sie beschäftigt mich wirklich sehr intensiv, was könnten wir denn tun, damit es aufhört? Also was könnten wir tun, was brauchen wir, damit wir diese Kehrtwende schaffen? Nicht nur beim Klima, sondern auch bei Nationalismus, bei Rassismus, bei Homophobie, bei der Reich-Armut-Schere, die immer weiter aufgeht und so weiter. Einige sagen mir immer wieder mit viel Überzeugung, dass es uns hier in der Schweiz und in Europa noch viel zu gut gehen würde, dass wir noch viel zu viel haben oder hätten, aber ich sehe das irgendwie anders. Ich denke nicht, dass was du hast, hält dich davon ab, einen neuen Weg zu erfinden oder eine Kehrtwende zu machen, sondern wenn du noch keine klare Vorstellung davon hast, was dir fehlt oder was du wirklich brauchst. Was vielleicht fehlt, ist ein klarer Gedanke, eine klare Vision, ist eine Perspektive oder ein Versprechen, für das es sich lohnen würde, einen anderen Weg einzuschlagen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, nein, Christoph, das stimmt so nicht, denn wir haben doch eigentlich visionäre Menschen unter uns. Spätestens seit Al Gore 2006 mit Unconvenient Truth, aber auch heute die vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die mit Visionen unterwegs sind, mit Vorstellungen, mit Imaginationen, Bildern und Sehnsüchten von einer anderen Zukunft, von einer anderen Welt. Also noch einmal gefragt, warum klappt es nicht? Warum schaffen wir diese Kehrtwende nicht, nach der sich immer mehr Menschen so offensichtlich sehnen? Wir haben die klaren Vorstellungen, wir haben die Visionen, wir haben den Sense of Urgency. Für mich habe ich die Antwort in einem Film gefunden, der vor 20 Jahren schon in die Kinos gekommen ist, Cast Away, verschollen. Ein Film, in dem Tom Hanks einen Mitarbeiter eines Paketverschiebedienstes spielt, der kurz vor Weihnachten in den Flugzeugabsturz in den Pazifik verschwindet und als einziger diesen Unfall überlebt. Er rettet sich an Land auf eine einsame Insel und überlebt. Und was passiert jetzt in diesen 4 Jahren auf dieser Insel? Nach und nach spült ihm das Meer zivilisatorischen Müll an und damit richtet er sich auf dieser Insel ein. 4 Jahre lang alleine, nur in Gemeinschaft mit Wilson. Also er entwickelt in diesen 4 Jahren eine unglaubliche Sehnsucht, ein unglaubliches Bedürfnis, nach einer anderen Zukunft als auf einer anderen einsamen Insel zu sein, oder? Aber wozu, und das ist für mich das Entscheidende, wozu benutzt und wozu braucht er diese Vision? Er braucht sie, um auf dieser einsamen Insel überleben zu können. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit Visionen umzugehen. Ich kann sie benutzen, um mich von ihnen zu ernähren und satt zu werden. Und ich kann sie benutzen, um hungrig zu werden. Und es kommt der Tag, an dem Chuck Noland, heißt er, entscheidet, die Insel zu verlassen. Wo er einen Tausch macht. Wo er sagt, diese Insel, die mir eigentlich die Sicherheit und das Auskommen bietet, die verlasse ich. Warum? Weil ich mich von dieser Vision nicht mehr ernähren kann, sondern weil sie mich hungrig macht auf diese andere Zukunft. Und als er diesen Schalter umlegt, verlässt er die Insel mit nichts als mit einem primitiven Floß. Und das erinnert mich, das ist ja nur ein Film, aber es erinnert mich zum Beispiel an die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA. Nachdem ganz, ganz viele andersfarbige Menschen jahrhundertelang von Visionen gelebt haben, Lieder erfunden haben, Träume entwickelt haben, um in einer sie verachtenden Welt überleben zu können, hat es eine Veränderung gegeben in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Um Martin Luther King herum,
als ihnen die Vision als Nahrung nicht mehr gereicht hat und sie es geschafft haben, hungrig zu werden aufgrund ihrer Vision. Und seither ist eine unglaubliche Dynamik im Spiel und sehr viel erreicht worden. Ich denke zum Beispiel an die Queer Community, an die LGBT Community in den USA 60er, 70er Jahre, wo unsere Vorgängerinnen und Vorgänger extrem intensive Bilder und Sehnsüchte nach Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung entwickelt haben, um überhaupt in dieser homophoben Welt überleben zu können. Aber irgendwann konnten sie den Schalter umlegen und konnten einen Hunger entwickeln aus ihrer Vision. Also aus einem Überlebenswerkzeug, Insel, Überleben, wird irgendwann ein Lebensdrang. Und ich denke, dieser Unterschied könnte womöglich für uns auch ein Bild sein, wie wir die Kehrtwende schaffen. Dass wir uns überlegen, was brauchen wir, damit wir auf dieser Insel Schweiz, wo es uns oder Westeuropa uns immer noch relativ gut geht, unsere Visionen nicht mehr länger dafür benutzen, um es auszuhalten und erträglich zu machen, sondern um tatsächlich einen Hunger zu entwickeln und gemeinsam in eine neue Zukunft zu kommen. Und das Schöne ist, dass wir so auf die Welt kommen. Also Ken Robinson kennt ihr vielleicht, seine TED-Talks oder den Remo Largo, der die Langzeitstudien gemacht hat, oder der Gerald Hüther oder der Frederik Pferd von Google Garage. Sie alle haben mich davon überzeugt, dass das wirklich stimmt, dass wir als extrem kreative Menschen auf die Welt kommen, die hungrig sind, schon als Kinder, oder? Nicht nur nach Nahrung, Liebe und Geborgenheit, sondern getrieben von Hunger, von Bildern, diese Welt zu verstehen, diese Welt zu gestalten, oder diese Welt zu durchdringen und zu einer lebenswerten Welt zu machen. So kommen wir auf die Welt. Und dann kommen wir in die Schule. Und die Schule, die macht nicht hungrig, die macht satt. Und sie lässt in uns diese Überzeugung wachsen, und das ist die gefährlichste, finde ich, heute die gefährlichste, dass es auf jede Frage, die sich stellt, eine richtige Antwort gibt. Und auf jedes Problem eine Lösung. Beim Lehrer in der Schublade oder auf der Festplatte. Und dass wir lernen, wir müssen eigentlich nur die richtigen Lösungen ankarren, weil wir dafür die guten Noten bekommen und weiterkommen. Und wenn wir dann rauskommen ins Leben, erleben wir genau das wieder in den Unternehmen. Und wir erleben es auch in der Politik. Dass wir denken, die haben doch irgendwo die Lösung. Warum rücken die dich nicht raus, diese Lösung? Und ich denke, wir müssen aus dieser Chimäre müssen wir raus. Wir müssen verstehen, oder? Erstens, dass es die Lösung für die Probleme, die wir haben, noch gar nicht gibt. Und dass wir die jetzt erfinden müssen, wir miteinander. Und dass wir dafür Kräfte brauchen, die wir entwickeln können, die wir uns besorgen können aus diesen Visionen, aus dieser Kreativität, die wir alle in uns tragen, aus diesen Sehnsüchten, die wir entwickeln können, wie einst die schwarze Bürgerrechtsbewegung, wie die LGBT-Community, die uns dazu gebracht hat, dass wir in Deutschland mittlerweile eine Ehe für alle haben. Es ist machbar. Und so, glaube ich, ist auch die Kehrtwende machbar. Chuck Noland hat es geschafft. Er hat eines Tages die Gewissheit seiner Insel gegen die Ungewissheit einer ungewissen Zukunft eingelöst. Und er wurde gerettet. Das heißt, er hat in die alte Welt zurückgefunden. Nur, wenn ihr den Film gesehen habt, diese alte Welt hatte ihn längst begraben. Sie haben einen leeren Sarg beerdigt, weil sie nach 3-4 Jahren ihn für tot erklären mussten, weil die Welt weiterlaufen musste. Oder? Und als er zurückkommt, ist der alte Chuck Noland nicht mehr da. Und diese Szene hat mich in diesem Film am meisten beeindruckt und emotional bewegt, oder? Der neue Chuck Noland kommt in die alte Welt zurück, die einfach nur weitermacht. Ohne ihn. Und mir ist klar geworden, das ist das, was die Welt tut. Leute, sie macht einfach nur weiter. Außer es kommen neue Menschen, die diese alte Welt ganz anders sehen können. Und das können zum Beispiel Kinder sein. Mit jedem einzelnen Kind, da oben habe ich die ganze Zeit schon eins gehört, mit jedem einzelnen Kind kommt dieser Hunger nach einer anderen Welt auf die Welt. Aber es können auch wir sein, oder? Für mich war dieser Film eine Metapher für einen unglaublich intensiven Lernprozess.
den dieser Chuck Nolan durchgemacht hat. Indem er diesen Schalter umlegen konnte von ich benutze meine Visionen, um es in einer Welt, die eigentlich zu Ende geht, auszuhalten, zu einer Vision, die mich hungrig macht, von einer Überlebenstechnik zu einem Lebensdrang. Last but not least, seine Vision, seine Sehnsucht hat sich nicht erfüllt, oder? Er kommt zurück und der Grund, warum er die Insel verlassen hat, der ist nicht da. Also kann ich mich ja fragen, okay, hat es sich gelohnt, die Insel zu verlassen? Diese Insel der Seligen, diese Insel der Sicherheit, diese Insel der Versorgung? Oder wäre es nicht besser gewesen, dort zu bleiben und dieses Risiko nicht auf sich zu nehmen? Ich finde schon, dass es sich gelohnt hat. Denn er hat zwar nicht das bekommen, was er gewollt hat, aber dafür hat er eine Zukunft bekommen. Und ich denke, das ist es, was wir uns auch schuldig sind. Danke.